Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde von Lou kocht. Ich bin auf dem Pferdehof und heute geht's für mich nach Esslingen. Ich treffe die wunderbare, bezaubernde Tatjana Gessler, koche mit ihr gemeinsam richtig tolle vegane Rouladen. Raphael ist auch mit dabei. Wir kochen bei ihm in der Küche und jetzt geht's los. Ich bin in Esslingen angekommen und ich laufe jetzt da nach hinten. Gehe jetzt zum Raphael und treffe auch da die Tatjana und dann geht es auch gleich schon los mit dem Kochen. Wir machen richtig tolle Rouladen und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich bin jetzt bei Raphael in der wunderschönen Küche und da werden wir jetzt gleich gemeinsam mit der Tatjana, die wird demnächst dann kommen, gemeinsam richtig tolle Rouladen machen. Ich habe alles gestern schon so ein bisschen vorbereitet, die Kartoffeln schon mal gekocht, habe die Bratensoße schon mal angesetzt und ja auch gebunden gestern schon und die hierher mitgenommen, dass wir nachher einfach entspannt kochen können, ein bisschen quatschen können auch. Ja, wir machen ein paar Bratkartoffeln zu diesen veganen Rouladen dazu und es wird dann eine richtig runde, tolle Sache. Ich lasse die Kamera wieder ein bisschen mitlaufen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei unserem tollen Kochen von den Rouladen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir sind hier in der Küche und wir kochen heute kein totes Tier. Sind wir bereit? Mal gucken, ob wir das hier sauber durchkriegen. Bleib im Bild, bitte. Ja, ja, ich komme ja schon wieder. Der ist aus Ulm. Gut. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treite und los geht's. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name tut heute mal nichts zur Sache, denn da ist sie, Tatjana Gessler, aus der Landesschau und gleichzeitig auch zuständig für die Tiere in Baden-Württemberg. Wie und was, erklärst du uns später. Und das ist Lou. Lou ist Influencer, Koch-Influencer von Lou Kocht Family. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir kochen heute. Tatjana, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen heute ganz tolle Rouladen gemeinsam. Wir machen schöne Bratkartoffeln noch dazu, garnieren das Ganze mit ein bisschen Petersilie, also was ganz Klassisches und rein pflanzlich und es wird super lecker. Rouladen ohne totes Tier wollte ich schon immer mal machen. Basis jetzt heute von unseren Rouladen ist Seitan. Seitan sieht so aus. Kann man auch selbst machen. Wir haben uns heute für die schnelle Variante entschieden. Mhm. Die haben wir jetzt fertig gekauft schon. Das sind sehr fleischähnliche Steaks, sage ich jetzt mal, die in Rouladenform sind. Wir machen heute Senf mit rein, bestreichen das nachher ganz schön. Ja. Saure Gurken, wir haben ein paar Karotten, Lauch mit dazu und auch eben so ein bisschen Räuchertofu, der noch mit dazu kommt. Ja, vielleicht ganz kurz. Seitan ist ja Weizenprotein. Die Zubereitung ist vielleicht nicht ganz so einfach. Deswegen ist natürlich die Variante, das hier vorher schon vorzukonfigurieren, ein bisschen einfacher, weil Seitan lässt sich nicht wie Teig kneten, sondern das nimmt relativ schnell eine komische Form an. Wenn man es nicht sofort zu einem großen Klumpen und dann ausrollt, dann ist es tatsächlich eigentlich nicht mehr in Form zu bringen. Mhm. Du darfst jetzt kunterbunt belegen deine Roulade, wir stecken die dann nachher zusammen. Wie viel machst du da dann immer rein? Ich würde hinten anfangen, dass wir die nachher und alles einfach... Genau, jetzt ein und wie viel pro Roulade? Was du kannst so? Jetzt noch so zwei, drei Stücke kann man noch dazulegen, auf jeden Fall. Perfekt so. Und die machen wir jetzt eben fest hier hinten. Ja, du hast ja auch das Thema Tiertransporte aufgegriffen, Tierheime schon vielfach besucht. Genau, Welpenhandel, war mit der Tierrettung unterwegs, habe was gemacht über Pferde, die misshandelt wurden. Mhm. Also da gibt es leider immer wieder Themen, über die man berichten muss. Ja. Und ja, man hofft immer, dass wenn man die Leute aufklärt, dass sich vielleicht auch ein bisschen was ändert. Mhm. Also gerade beim Welpenhandel, das Problem ist gerade, dass die Hunde über eBay Kleinanzeigen verkauft werden. Das sind Tiere, die in Ländern wie
Rumänien, also im osteuropäischen Bereich, wo halt unter schrecklichsten Bedingungen gehalten werden. Die werden ganz früh ihren Müttern weggenommen. Die haben keine Impfung, die haben keinerlei medizinische Versorgung. Mhm. Die Händler gehen oft davon aus, dass bis zu 70% sterben auf dieser Tour. Das ist für die aber trotzdem... Also wird einkalkuliert. Genau. Ja. Also im Esslinger Tierheim bin ich eigentlich sehr oft. Ja. Ich bin Schirmherrin für das neue Hunde- bzw. Tierhaus, heißt es ja, was jetzt gebaut wird. Habe schon seit vielen Jahren engen Kontakt zu den Esslinger, unterstütze die, wo ich kann. Mhm. Und Flocke, also mein zweiter Hund, ist auch aus dem Esslinger Tierheim. Am Wochenende habe ich noch eine Schildkröte mitgenommen. Also man darf mich nicht mal alleine ins Tierheim lassen, weil es ist immer ganz gefährlich. Das kommt zumindest zu zweit. Ja, genau. Und mein Mann ist da schon ein bisschen überfordert mittlerweile, weil ich schon einen halben Zoo jetzt schon habe. Ja, guck mal, ich darf auch mal was machen. Ja. Ich darf Öl reingießen. Gut gemacht. Das gefällt mir schon sehr gut. Die werden schön braun. Wir bekommen auch noch ein schönes Röstaroma. Wir haben richtig lecker gekocht. Es sieht toll aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Lou von der Lou Kocht Family. Bye, bye. Tatjana, merci beaucoup. De rien. Ja, es war so wunderschön mit dir. Und denke, unseren Zuschauern hat es auch sehr gut gefallen. Und so einer tollen Frau, die sich so stark für die Tiere einsetzt auch. Und für eine friedvolle und liebenswerte Lebensweise. Schaut unbedingt mal auf der Facebook-Seite von dir vorbei, auf sehr der Tatjana Gessler Tierschutzseite. Sehr gerne. Von meiner Seite vielen Dank. Ich danke Tatjana. Dir und ich werde es nachkochen. Yes. Das wollte ich erreichen. Ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kochen immer wir noch mal gemeinsam. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und mir auch. Danke, Raphael. Dein ist er. Ja. Danke euch. Danke, dass wir deine Küche auch benutzen durften. Ja, hat wieder perfekt funktioniert. Ist sie da? Ja. Super, danke, tschüss. Ciao, tschüss.